Moin, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Black Ops 3 Video. Und ihr seht im Hintergrund das wohl geilste Gameplay, was ich je in meinem ganzen Leben erspielt habe. Das ist jetzt nicht irgendeine krasse Waffe, das ist jetzt nicht irgendeine krasse Map oder irgendwas unnormal geiles, aber das ist ein 40:6, was schon echt verdammt gut ist am PC, mit dem Schwert, was ich gestern gezogen habe. Ein 40:6 mit dem Schwert mit zweimal dem Mutterschiff drinne. In der Mitte gibt es eine kurze Stelle, da kacke ich ein bisschen ab, die schneide ich wahrscheinlich raus, also wird das ganze Video nur so um die 5 Minuten lang sein. Aber auf jeden Fall ein richtig, richtig krasses Gameplay. Und ich will das Video heute mal dazu nutzen, um ein bisschen über Sachen zu talken, wie man das von mir schon kennt. Ab und zu nehme ich einfach ein Gameplay, ein richtig, richtig geiles und talk ein bisschen dazu. Und als allererstes mal, ich habe Instagram, Facebook und Twitter. Ich gehe euch wahrscheinlich schon total auf die Nerven damit, aber ich finde einfach, dass man da am allerbesten mit seinen Abonnenten in Kontakt treten kann. Also checkt mal Instagram ab, das will ich so richtig, richtig nice aufziehen, wo ich so ab und zu ein Foto hochlade. Richtig geile Fotos, selbstgemachte Fotos, wo ich dann so eine kleine Geschichte zu erzähle, so tagebuchmäßig. Auf Twitter poste ich immer den neuesten Scheiß, Umfragen oder wenn ich mal zu irgendwas eine Meinung brauche, dann frage ich euch da. Auf Facebook könnt ihr mir folgen, wenn ihr immer sehen wollt, wenn ein neues Video rauskommt. Das poste ich auf Facebook sofort, dann bekommt ihr das in eurer Timeline direkt angezeigt. Und außerdem habe ich noch die Mütze hier, wo viele gesagt haben, ich soll die ausziehen. Aber wenn ich die ausziehe, dann klatschen euch meine Haare förmlich ins Gesicht. Deswegen habe ich die jetzt mal angezogen. Das erste, wo ich eure Hilfe brauche, ist bei der Suche nach einem Designer. Wenn ihr selber designt oder jemanden kennt, der richtig gut designen kann, am allerliebsten in so einem minimalistischen Stil, dann schreibt mir das in die Kommentare, schreibt mir bei YouTube, Facebook, Twitter oder sonst irgendwo einfach eine Nachricht, weil ich bin auf der Suche nach jemandem, der immer so kleine Sachen machen kann, wie zum Beispiel hier und da mal einen neuen Rahmen für die Facecam, hier und da mal einen T-Shirt-Design oder irgendein Handyhüllendesign. Einfach jemand, der mir bei allem so unter die Arme greift. Wenn ihr da jemanden kennt, der das gut kann, dann schreibt mir den in die Kommentare und je nachdem, was der für Arbeit leistet, gerne auch gegen Bezahlung. In dem Video hier geht es aber eigentlich darum, dass ich mich bei euch einfach mal bedanken muss. Der Kanal wächst in letzter Zeit einfach Richtung Himmel, also ziemlich weit hoch. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass wir insgesamt schon fast 16.000 sind, kann ich diese Zahl einfach nicht fassen. Und dafür muss ich mich bei euch bedanken. Und da möchte ich mich auch einfach bei euch bedanken, weil ihr seid diejenigen, die die ganze Sache möglich machen. Ihr seid diejenigen, die mich durch Kommentare, Likes und alles andere unterstützt. Ihr seid immer da, wenn ich Hilfe für ein neues Video brauche. Ihr seid da, wenn ich eine zweite Meinung brauche. Ihr seid da, wenn ein Video kommt, ihr liked das fleißig. Ihr kommentiert das, wie gesagt, fleißig. Und deswegen gebührt aller Dank einfach euch, weil ohne euch würde ich die Sache, glaube ich, überhaupt nicht so machen, wie ich sie jetzt mache. Dann gibt es aber noch einen ganz, ganz kleinen Negativpunkt, der in der Zukunft auf euch und auf mich zukommt. Wegen des Abiturs schaffe ich es, glaube ich, nicht mehr, jeden Tag Videos zu bringen. Wenn ich mich da aber jetzt mal so umgucke, bin ich da schon ziemlich alleine mit, dass man täglich Videos macht. Also die meisten, die so aufwendige Videos machen wie ich, machen die alle 3 oder alle 4 Tage. Aber wegen des Abiturs habe ich sowieso wenig Zeit und dann noch jeden Tag so ein aufwendiges Video zu machen, wächst mir einfach über den Kopf. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, jeden zweiten Tag ein Video zu machen. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Und je nachdem, wie man die Zeit ist, vielleicht an einem Wochenende oder so, kann ich ein paar Videos machen, dass ich es schaffe, dann trotzdem irgendwie ab und zu dann jeden Tag ein Video zu bringen. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal, Montag kommt ein Video, Dienstag keins, Mittwoch eins. Und weil ich Mittwoch gerade mal viel Zeit habe, kommt dann Donnerstag auch noch eins, dann vielleicht Freitag keins und Samstag eins oder vielleicht Freitag auch noch eins. Sodass der eigentliche Rhythmus alle 2 Tage ein schönes Video ist. Aber je nach Zeit kann dann auch mal öfter ein Video kommen. Das war es leider schon. Die Zeit ist leider um. Oh mein Gott. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare oder sonst irgendwo auf den sozialen Medien, wenn ihr ein Designer seid oder jemanden richtig guten kennt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video.